War nicht zu überhören auf die Kampagne Alles dicht machen. Letzte Woche über 50 bekannte deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler hatten sich ja mit zynischen, mit sarkastischen Clips an die Öffentlichkeit gewendet, um die Corona-Maßnahmen kritisch unter die Lupe zu nehmen. Inzwischen sind einige Schauspieler wieder zurückgerudert, haben sich entschuldigt, haben sich distanziert, haben die Videos erklärt. Und nun geht eine Ärztin aus Nordrhein-Westfalen mit einer anderen Idee auf die Schauspieler zu. Sie lädt die Macher der Kampagne ein und ARD-Reporter Kai-Uwe Laubach hat die Infos. Gehör verschafft sich stellvertretend die Ärztin Carola Holzner. Im Netz ist sie als Doc Caro bekannt. Dort spricht sie die Schauspieler direkt an. Sie haben eine Grenze überschritten. Und zwar eine Schmerzgrenze. Und das sage ich jetzt für alle, die tagtäglich seit über einem Jahr in diesem Gesundheitssystem stehen, handeln, helfen, immer wieder aufstehen und immer noch da sind. Sie haben eine Schmerzgrenze überschritten für alle die, die, obwohl sie müdend sind, frustriert, nicht mehr können, vielleicht ihre Existenz verloren haben, sich an die Maßnahmen halten und weitermachen. Mittlerweile erkranken oder sterben zwar weniger alte Patienten, die wurden geimpft. Doch die Mitarbeitenden auf den Intensivstationen können nicht aufatmen. Sie versuchen nun eben noch ungeimpfte jüngere Patienten zu retten. Kein Urlaub, kaum Freizeit und wenig Lust auf Satire in Sachen Corona. Ich lade Sie herzlich ein, unter dem Hashtag alle mal eine Schicht machen. Sowohl im Rettungsdienst 24 Stunden als auch im Wechseldienst oder Wechselschicht mitzuarbeiten und sich danach nochmal gemeinsam für eine Kampagne zusammenzutun, und zwar ohne Zynismus. Für eine gute gemeinsame Aktion mit den Schauspielern hätte Doc Caro Ideen, denn eigentlich wollen alle dasselbe. Weniger Infektionen, weniger Kranke und Tote und möglichst bald schon wieder mehr Theater, mehr Kino und Leben. Mediziner kritisieren, alles dicht machen. Intensivmedizinerin Doc Caro lädt jetzt die Schauspieler der Alles dicht machen Kampagne ein. Zu einer neuen Kampagne. Alle mal ein.
deine